So, wir sind hier. Auf jeden Fall in der Nähe von irgendwas Hartem. So. Okay, das ist hier hart. Kong, klong, 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 klong. So. Was haben wir denn da? Stein. Okay. Wir fangen jetzt an, auf Stein zu treffen. Was jetzt nicht schlecht ist. Was war das denn für ein komisches Ding? Weshalb hat die aufgehört? Gibt die uns da Licht? Weshalb ist die aus? Also die gibt uns trotzdem Licht, obwohl sie nicht brennt, oder was? So, besser. Ich mag es nicht so, wenn die Fackel aus ist. So, es ist wieder hell. Also wir müssen raus. Oder es wird langsam wieder hell. So. Ah, wir haben hier noch diese Tin Cans, genau. Die hätten wir auch noch verbrauchen können. Aber ist aber zuerst mal egal. So. Wir müssen Fertilized Dirt. Dirt. Unter dem Ding kommt alles, was mit Pflanzen und sowas zu tun hat. Das ist das. So, Eisen, Short Iron Pipe. Painkillers. Das ist unsere Medizin hier. Da. Torch, Scrap Iron Bullets. Lassen wir lieber die Hunting Rifle dann hier. Lieber hier. Lassen wir die Hunting Rifle mit der Muni hier. Wir haben ja unseren Crossbow. Und wir haben halt für den Notfall die Schrotflinte. So. Hier kommen dann die Tools rein. Sowas wie die Wooden Planks, die wir ja nicht brauchen. Das Glas. Gardening Hall können wir hier lassen. Die Schaufel können wir auch eigentlich hier lassen. So. Dann brauchen wir noch. Hier sind dann die Sachen zum Einschmelzen. Obwohl, da habe ich doch was. Genau. Ich habe doch von der zweiten Seite hier. Sind doch genau, diese Scrap-Sachen und dann tue ich auch die Kohle da rein zum Einschmelzen. So, wir haben Bottled Water, die Doorknobs, die können wir einschmelzen oder selber benutzen. Das muss noch gekocht werden. Und wie wir das am besten tun sollten. Ah, wir haben zwei Teile vom Coffin, das ist ja das Gute. Ah, gut, dann machen wir das so. In dem einen ist das Essen, in dem anderen Ende ist das ganze Wasser. Auch wenn das Wasser noch gekocht werden muss. Deshalb machen wir das extra einzeln. So, die Dinger müssen wir füllen. Wasser haben wir. Ein Repair Tool kann hier bleiben. Das werden wir nicht mehr brauchen. So, das Repair Tool können wir hier lassen. Werden wir nicht brauchen. Sticks. Sticks brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir hier lassen. Torches nehmen wir mal eine mit. Die Leiter lassen wir mal hier. Stein lassen wir mal hier. Gascan lassen wir. Essen sind die Seeds. Lassen wir die auch mal hier. Wir brauchen was zum Essen, genau. Nehmen mal. So, genau. Wir nehmen einfach mal eine kleine Ration mit. Also wir essen etwas jetzt. Ich glaube, das müsste reichen. Jo. Dann haben wir eine kleine Ration. Weil ich möchte nicht zu viel mitnehmen. Weil lieber esse ich das, was ich auch sehe. So, man sieht hier schöne Lichteffekte aus der Tür. Es ist jetzt hell. Also gucken wir mal. Aber wir haben noch die Spike-Dinger, genau. Dann können wir die hier so ein bisschen platzieren. Da unten. Ach, da sind die. Hallo, Mr. Spider zum. Was? Ey, weshalb. Was haut mich hier eigentlich? Weshalb könnt ihr mich eher hauen, als ich die haue? Ein Bloodpack. Haben wir Blut. Super. Wir müssen uns nicht mal selber was abfüllen, so wie das bei dem einen war. Oh. Daraus können wir ein paar Minen bauen. Also explosive Minen. So, Sledgehammer. So, wie ist unser Status? Unser Status ist aber eigentlich ganz okay, oder? Ja. Immerhin, unser Kopf ist ein bisschen geschützt und gleich mit unserem Cowboy-Hut. So. Bauen wir mal ein bisschen hier ab. So. Was haben wir hier eigentlich bekommen? Immerhin 8 Iron-Fragmente.
So, außerdem habe ich gemerkt, dass an den Fragmenten jetzt nicht mehr steht, wie viel sie uns geben. Mal gucken, bewegen wir uns schneller, wenn wir nur Hände haben? Nee. War das ein Hund? Der so. Ja. Hey! Hier irgendwo was. Da hinten, Zombie. Mir wurscht. So, wir müssen wieder in die Stadt. So, die rechte Seite haben wir einigermaßen erkundet. Die linke. Wir sind an Tag 4. Wir müssen jetzt nur noch bis Tag 7 überleben. Sind nur noch 3 Tage. Also wenn Tag 8 ist, ist dann sozusagen vorbei. Ich weiß nicht, ob ich. Ja, ich denke, ich könnte das jetzt durchziehen. Warte mal, wir haben so viel Ruhe. Ja, dann müsste passen. Muss jetzt mal heute Nachmittag weg. Was war das für ein komisches Geräusch, so wie, oh, pass auf, hier kommen jetzt die Zombies. Wenn ich mein Sledgehammer habe, meine Schrotflinte und meine Armbrust, bin ich gegen alles gewappnet. So. Wie gesagt, das ist halt auf easy. Normalerweise auch spiele ich das auf normal, aber ich wollte euch mal immerhin ein bisschen zeigen sozusagen, wie das Spiel ist. Und jetzt nicht die ganze Zeit sterben, sterben, sterben. Also sterben ist hier nicht schlimm. Blöd ist halt nur, wenn ihr stirbt und keinen Spawnpunkt habt, werdet ihr halt irgendwo in der Welt gespawnt und müsst also meistens ein bisschen was in der Nähe von eurem Haus oder halt, wenn ihr Pech habt, einen richtig zufälligen Punkt. Und da müsst ihr halt zurückfinden. Und ihr verliert, glaube ich, all eure Sachen, die hier in der Leiste sind. Also es kommt drauf an. Wenn ihr, glaube ich, normal eingestellt habt, verliert ihr alles, was hier in der Leiste ist und ihr behaltet euer Inventar. Ihr könnt aber dann auch, wie heißt er nochmal? So, da haben wir noch eine Toilette. Noch einmal. Zweimal. Haben wir hier noch die 5? Okay, lassen wir die 5 zuerst mal. Der hat kein medizinisches Ding. So, wir können aber hier nur nach oben gehen. Gucken, dass hier keine Zombies sind. Ja, also hier dieses, also wie gesagt, dieses Spiel ist noch so einigermaßen einfach mit den Zombies. Hier kann man sich gut gegen die wehren. Ein anderes Spiel, was ich zeigen werde, das ist dann schon. Cool, guck mal, der hat viele Bullets. Bullet Hell. 10 mm, 9 mm. Okay, genau, das war so. Was hast du hier in deinem File-Cabinet? Eine Trophäe. Medizin. Super, hat er. Nichts. Nichts. Nichts, okay. Ist ja nicht schlimm. Immerhin haben wir hier ein paar Patronen in dem Korpsding gefunden. Das heißt, er hatte die noch in der Tasche. Auch nur so unbedachte Bücher. Wir müssen Bücher, wenn schon, finden. Das können wir alles mitnehmen. Dann, weil wir ein bisschen die Zeit haben. Hier ein bisschen Müll. Wir sind immer noch nicht entdeckt, das ist gut. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Müll in der Ecke. Bullet Case und Amulett, okay. Irgendwo ist hier ein Hund, den habe ich gehört. Ich versuche die Hunde dann meistens immer so auf der Entfernung auszuschalten. Wenn ich den Hund sehen würde, würde ich den direkt wegsnipen. Eine Armbrust, bevor er mir zu nahe kommt. Weil, wie gesagt, die Hunde, die stürmen gut und gerne auf einen zu. Wo ist das Hündchen jetzt? Also, ich habe so ein bisschen dieses Growling gehört, so dieses Knurren. Anscheinend war ich noch nicht in seinem Bereich. Meistens ist er das Problem bei den Hunden, dass sie einen auch erschnüffeln. Also, ne, das waren nur Bäume. Muss hier irgendwo sein. Oh, ne, das ist ein Hirsch. Ne, gut. Was haben wir hier? Ein bisschen Müll. Und Federn. Na, Federn habe ich noch einiges genommen. Was hast du an dir? Painkiller.
Nein, das nehme ich nicht mit. Das verrottet, das bringt uns nicht. Also verrottetes Essen könnt ihr meistens einfach da lassen, weil meistens bringt euch eh nichts. Wir haben hier wieder was, um Waffen zu machen. Aber wir sind immer noch. Ich frage mich, ob man irgendwann mal hier ein Update kommt, damit man sich Fahrzeuge holen kann, womit man zumindest von der einen zur anderen Richtung schneller hinmachen kann. So. Aber das hier alles zu Scrap. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar. Im Notfall lasse ich auch gut und gerne ein bisschen was liegen. So. Ich würde mal sagen, wir essen mal dieses Tuna-Ding hier. Haben wir auch wieder einen Platz mehr. So, was haben wir hier? Ja, was hat die? Vincent? Bei wem denn? Sind hier welche? Okay, wir sind jetzt gejagt. Von wo? Ach da. Oh oh, ich höre hier einen Hund. Wo ist er? Hast du was in dir? Nein. Irgendwo ist hier ein Hund am Rennen. Da, hört ihr das? Wo bist du? Also ohne dieses Radar macht das schon weniger Spaß, weil dann sieht man. Also was heißt weniger Spaß? Macht das schon mehr Spaß, weil man die nicht sieht. Ja, also man ist immer in dieser konstanten Angst. Oh, könnte hier irgendwas sein? Weshalb braucht man so eine Blood Transfusion? Kann mir das jemand mal sagen? Was macht das denn hier, dieses volle Blood Pack? Ach, das gibt uns alles voll! Leer brauche ich die aber nicht haben. Cornmeal, super, können wir uns Brot backen. Oh oh. Wir haben Essen, was die unlockt. Okay, dann weg. Weg damit. Ich hab das doch weggegeben, wollte ich schon sagen. Sag mir nicht, dass ich jetzt sozusagen den Geruch von Cornmeal auf Ewigkeiten an mir trage. Was haben wir hier oben? Nachtschränkchen noch mit Büchern, die wir nicht lesen können. Weil sie nicht beschrieben sind. Wir haben hier. Haben wir hier ein Ei? Lüfter. Eier, lecker. Meine Knochen geben wir hier. Oh, ein Aktenschrank. Mit Papier und Büchern, die man nicht lesen kann. Oh. Wir haben alles mitgenommen. Diese Empty Can. Können wir leider nichts mitmachen. So. Die ganze Zeit Bewegungen und dieses Knurren. Aber wo ist der Hund? Naja. Gehen wir weiter ins nächste Haus. So, dann müssen wir auf jeden Fall den Stein, der da vorne ist, auch noch kaputt machen für den Iron. Hast du noch Eier bei dir? Nee. Obwohl, das letzte, das haben wir doch dabei. Aber bitte nicht die hier. Da. Ich muss mal gucken, was wir dann... Blueberry Pie. Das ist das beste Essen. Und Blueberries. Super. Aber leider locken wir dann wieder Leutchen an. Also Blueberry Pie ist das beste Essen, was ihr gebt. Das bringt euch alles. Also ist... Ja. Ist aber nicht stark am Riechen. So, essen wir den mal. Wir sind gejagt vom Boden. Wo ist er? Wirft er was ab? Okay, den haben wir wohl verpasst. Ich habe keine Ahnung, wo er was abgeworfen hat. Ich sehe hier nichts im Himmel.
Na gut, dann gehen wir mal langsam wieder nach Hause, weil wir können dann unseren Garten. Da, hinten haben wir das abgeworfen. Das war aber echt viel zu weit. Mann, haben wir nicht noch Blueberries gemacht? Da, Blueberries. Soweit ich weiß, kann man die Blueberries auch irgendwie in Blueberry Seeds machen. Ah, da hinten hat er was abgeworfen. Ist so eigentlich in unsere Richtung, ne? Dann holen wir uns mal die Supplies, die er da abgeworfen hat. Da ungefähr, so in der Richtung. Laufen wir da hin und gucken, was da drin ist. Bottled Water können wir dann trinken. So, jetzt füllen wir auch unsere Ausdauer ein wenig auf. So, das sah einiges in Entfernung aus. Mal gucken, wie weit wir da laufen müssen hier. So, jetzt hauen schon zwei Stück vor mir ab. Auch sehr schön. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen so. Irgendwo hier muss das ja sein. Was natürlich auch sein kann, ab und zu passiert, dass es sich halt im Baum verfängt, ne? Müssen wir das auch zuerst mal da runterholen. Irgendwo hier muss das sein. Ne, da ist nichts im Baum. Hier war irgendwo im Baum. Nein. Boah, wie weit weg ist das denn gelandet? Sah so nah aus. Hallo? Supply Drop? Nö. Keine Ahnung, oder ist das da hinten? Sieht aus wie eine Kiste da hinten. Kann sein, dass das ist. Kann sein, dass das ist, weil hier sieht so aus wie eine Kiste. Ach so, das ist ein ausgehöhlter Stumpf und er hat da was zum Essen drin. Kann ich mitnehmen, komm, dann nehmen wir das da hin. Wir wollen hier keine Minen bauen, die machen zu viel Gradems. Zwei bitte. So. Und jetzt zum Glück, dass wir das einzige auf dem Radar haben, dass wir wissen, wo unser Zuhause ist. Können wir nämlich dahin gehen. Das ist das einzig Wichtige. Nach Hause wieder finden. Schade. Ich hätte gerne die Supplies geguckt, was da drin ist. Aber ich glaube, da ist meistens immer Essen, Wasser und sowas drin. So. Gut. Was müssen wir machen? Wir müssen noch ein paar von den Spikes bauen, unseren Garten errichten. Machen wir dann die Blueberry Seeds. Gut. Also dafür brauchen wir Blueberries. Ah. Also was wir haben, ist anscheinend schon die Blueberry Seeds. Oder den Busch zumindest, den wir dann anpflanzen können. So, jetzt sind wir wieder da. Können wir dafür sorgen, dass wir dann einiges an Metall wieder einschmelzen können. Drin. Wir merken aber wieder, dass irgendwelche Zombies wieder bei uns sind. So, zack, zack, zack. So, hier hinten haben wir ja zugemacht. Ja, was wir hier machen könnten, wir könnten die Dinger hier abmachen, dann kann ich euch zeigen, dass das auch kaputt geht. Anziehungskraft. So, und dann das hier. Und da fällt es nach unten. Dann haben wir nämlich die Sicherheit, dass hier nämlich keiner von der Seite uns angreift. Weil hier hinten war ja auch auf. Das haben wir kaputt gemacht, damit wir reinkommen können. Okay, wir sind außer Puste. So, ist hier irgendwer in unserem Graben reingefallen? Nein, aber wir müssen das hier kaputt machen.